immer schon als Kind gerne gegessen und plötzlich konnte ich genau das kochen, was ich selber gerne mag. Und das ist einfach ein Beruf, den ich immer, immer wieder wählen würde. Das hat so viel Geerdete. Ich wollte nicht mehr, dass die Gäste nur kommen, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen, sondern wegen meiner guten Produkte und meines Kochens und dem Geschmack. Ja, also das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man tatsächlich mit diesen oft doch ein bisschen Testosteron gesteuerten Herren zusammensitzt und in der Jury ist und irgendwie ja auch sich mal zu erkennen geben muss und da auch mal zu Wort kommen muss. Ich habe hier jetzt fast mehr mittlerweile aufgebaut und Druck, als ich es früher hatte, als ich nur das Sternerestaurant hatte. Die Vorlage darf ich natürlich nicht ungenutzt lassen, also hast du vielleicht noch mal Lust auf einen Stern? Ich kann von den schönsten Produkten erzählen, wo andere Menschen sagen, da denke ich noch nicht mal drüber nach, weil ich mir das sowieso nicht leisten kann. Trotzdem kann man aus einfachen, günstigen Lebensmitteln wirklich großartige Dinge kochen und vor allen Dingen das Thema Frischkochen, das ist immer günstiger, als wenn ich auf irgendwelche Fertiggerichte zurückkomme. Ich finde das ganz, ganz schwierig, als Köchin gleichzeitig auch als Hundeköchin dazustehen. Ich kann auch sehr gut mit Kritik von Gästen umgehen. Ich würde nie mit dem Gast diskutieren, warum ihm das jetzt nicht schmeckt oder er das anders haben möchte. Dann bieten wir was Neues an. Bist dann nah am Gast also? Ja, total. Ja, Foodblogger, habe ich irgendwann auch mal wirklich öffentlich gesagt, sind gefährlich. Ja? Und dann waren die völlig geschockt, als sie hier mit mir gemeinsam gekocht haben. Und ich sagte, wissen Sie was, ihr könnt noch nicht mal eine Orange filetieren, aber schreibt Restaurantkritik. Manchmal macht es mich auch ein bisschen böse. Mein Fleischkonsum ist wesentlich geringer geworden als vielleicht vor 10 Jahren noch. Aber ich liebe Fleisch und das kann ich trotz meiner Tierliebe miteinander vereinbaren. Irrtümer gibt es immer nur da, wo zu viel mitgemacht wird. Das Basisprodukt, Lebensmittel pur ist immer das Beste. Heute bin ich nicht mehr für Sie tätig und es geht Ihnen leider auch nicht gut. Ach so, ja. Das stimmt. Gut, dass wir den Namen nicht genannt haben an der Stelle. In der Vergangenheit hast du auch mal Werbung für eine Wurstwarenfabrik gemacht. Da gab es jetzt nicht nur positive Stimmen dazu, weil man sich gefragt hat, Profiköchin auf Sterneniveau, wie kann die dafür Werbung machen? Wie passt das zusammen oder wie hat das damals für dich zusammengepasst? Gerade im letzten Jahr hast du dein zweites Restaurant in Shanghai eröffnet, weil du kannst ja schlecht an beiden Orten gleichzeitig sein, hier in Hamburg oder da in Shanghai. Und gerade die Gastronomiebranche, gerade wenn man so bekannt ist wie du, das ist ja schon sehr personenbezogen, das Geschäft. Ne? Also wie machst du das? Kochschule, Restaurant, Veranstaltung, das ist natürlich immer auf dem höchsten Top-Niveau. Wie kochst du denn privat eigentlich?